Herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Ich freue mich, dass du hier bist für die Legung für die kommende Woche. Bin sehr gespannt, was die Karten sagen, weil die Woche könnte spannend werden. Wir haben am Dienstag den Vollmond im Stier. Und der Stier gehört zu den Erdzeichen. Und die Karte, die ich entsprechend schon rausgesucht habe, sagt: Full Moon in Taurus, your dreams need a practical plan. Also eine Einladung dazu, deine Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir haben nämlich auch noch am Dienstag einen Portaltag. Könnte also sein, dass da noch mehr Energie da wäre, schon diese ersten Schritte dafür einzuleiten. Wir haben außerdem am Freitag noch einen Portaltag, das ist der 11.11. In manchen Gegenden wird es ja als fünfte Jahreszeit gefeiert, die Fasnacht oder Karneval. Aber auch diese 11, also 11.11., 11.11 Uhr ist wie ein Tor, eine Einladung für etwas Neues. Also wir schauen, was die Karten bringen, und weil es ein bisschen magisch ist diese Woche, habe ich mir mal auch so ein richtig mystisches Tarot rausgesucht, The Seven Spheres, und ja, wir schauen, was kommt. Ja, hab viel Spaß beim Anschauen und auf in die neue Woche. Ja, auf in die neue Woche, beziehungsweise zu den Tarotkarten für die neue Woche. Wir haben zwei Portaltage, am Dienstag und am Freitag. Der Dienstag ist auch gleichzeitig der Vollmond im Stier. Und wir hatten ja auch, wir hatten die in der Wochenlegung davor und auch in der Wochenendlegung jetzt, diese Einladung, ja, diese Träume mal zu gestalten, Altes loszulassen und Träume zu gestalten. Und hier die Einladung vom Universum für den Vollmond im Stier, zu sagen, your dreams need a practical plan. Also hier das jetzt mal umzusetzen in die physische Welt, ne? Es praktisch umzusetzen. Ja, oder zumindest einen Plan zu kreieren, der es wirklich möglich macht, dass es machbar wird. Ja, aber wir gucken, was sagen denn jetzt die Tarotkarten? Ich bin sehr gespannt. Was zeigt sich jetzt in dieser Woche mit diesen Energien? Da sind zwei rausgefallen. Nehmen wir erst die eine. Oder haben wir das Ass der Schwerter? Ja, sehr schön. Das Ass der Schwerter steht ja auch. Die Asse stehen immer für Neubeginne. Hier Schwerter steht für Geist, also für den Geist, für das Denken. Klarheit, also finde ich super, ne? Passt ja. Träume ist ja ein bisschen, war sehr viel auch mit den Emotionen da verwoben. Sich da jetzt mit, wenn es jetzt einen praktischen Plan geben soll, Klarheit in den Gedanken. Ganz frisch, ne? Auch ein Durchbruch vielleicht. Wir hatten es auch schon mit dem Verlassen von der Verführung von dem Teufel, ne, den da nicht wieder reinzusteigen, sich da nicht verführen zu lassen. Da zeigt sich jetzt die Klarheit, die geistige Klarheit. In den Gedanken bist du klar. Ich habe auch das Gefühl, ne, wenn es um Partnerschaft geht, hier die, du siehst klar die eine Seite wie die andere Seite. Also, ja. Könnten auch Geistesblitze jetzt kommen, neue Ideen für deine, wie du Partnerschaften führst oder wie du deine Beziehung führst mit dem Menschen, um den es geht. Oder eben auch ganz kreative Ideen für deinen Job, für deinen Beruf, ob du was Neues machst, wie du was Neues machst oder eben wie du das, ja, vielleicht eine schwierige Situation dort löst oder. Ja, also ganz neue Kraft. Und spannend. Und was haben wir schon wieder hier? Genau wie in der letzten Woche, genau an der gleichen Stelle, diesmal gepaart mit der geistigen Klarheit, the judgment, das Gericht. Hier hat der Künstler sehr interessant, ne, letztes Mal war es so ein Engel, der da so diesen Ton angab. Jetzt hier mehr so ein dunkleres Ansinnen mit den Sternen hier und hier der Totenkopf. Und der Schmetterling. Ich würde sagen, hier, du hast geistige Klarheit darüber, was für ein, du hast ein neues Bewusstsein dadurch bekommen. Na, du bist da im Kopf völlig klar und dein Bewusstsein, was gestorben ist und was neu
sich zeigt, was du entfaltet hast. Der Schmetterling steht ja für Transformation, der Tod übrigens auch. Ja, vom Alten zum Neuen. Da, und das Tor ist auf und du kannst einfach jetzt durchgehen. Da ist Platz, da ist Freiraum mit deiner geistigen Klarheit, deinen Plan jetzt umzusetzen. Ja, und die Judgment gehört jetzt zum Beispiel zu den großen Arkana, während hier das Ass der Schwerter zu den kleinen Arkana gehört. Und dieses Bewusstsein, wir dürfen nicht vergessen, diese großen Arkana sind die Meilensteine auf unserem Seelenweg. Arkana heißt Geheimnis, Geheimnisse. Das heißt, wenn du dieses Geheimnis über dich entdeckst, wenn du das verstehst, erkennst, wahrnimmst, dann ist es so, dass sich dann die Tore öffnen. Wenn wir etwas erkennen, was zu verändern ist, was wir vorher vielleicht, über das wir anders nachgedacht haben, oder wir blockiert waren, oder, wenn das sich jetzt öffnet, dann gibt es Platz, da kann ich durchgehen, da ist Veränderung da. Transformation bedeutet ja, von dem alten Zustand, bildlich gesprochen, von der Raupe, sich da durchbeißen und ja, zum Schmetterling werden und damit dann losfliegen, damit ein ganz anderes Leben leben. Was geht in dieser Woche? Das kannst du auch loslassen. Was kannst du, wovon kannst du verabschieden? Was brauchst du nicht mehr? Was geht denn jetzt hier in dieser Woche mit dem Vollmond? Da haben wir schon wieder, ne? Diesmal ist es der König der Schwerter. In der letzten Woche lag hier der König der Stäbe. Auch hier wieder die Personenkarten. Könnte jetzt ein Mensch sein, könnte für einen Mensch stehen. Mit einer männlichen Qualität. Das kann ein Mann sein, kann aber auch eine Frau sein, die genau in dieser königlichen Qualität ist. Man sieht hier nur den König mit dem Schwert in der Hand. Da ist jemand, den kannst du gehen lassen, der ist sehr arg im Verstand, sehr diszipliniert, sehr analytisch, völlig unemotional. Kann sein, dass sich eben in der letzten Woche noch vielleicht so dominant war oder bestimmend, ja, so viel wollte, dass diese Qualität sich jetzt schon anders zeigt oder verändert hat, dass dieser Mensch jetzt plötzlich vielleicht auch ein bisschen kühl wirkt oder distanziert. Und ja, dadurch, dass du diese Klarheit hast, da hier sehr im Kopf bist, kann sich natürlich, schwingt das bei dem anderen vielleicht auch an. Das heißt, es könnte sein, wenn vorher die Diskussion oder Streit oder diese Auseinandersetzung sehr feurig waren, sehr, ja, leidenschaftlich, kann sein, dass es jetzt zum Beispiel die Gespräche sehr klar geführt. Die Schwerter sind auch schneidend. Könnte sein, dass da eben auch Diskussionen sind, die sehr verletzen können. Zweischneidiges Schwert. Einerseits durchtrennt es die Verwirrung und schafft Klarheit. Andererseits kann es natürlich auch verletzen. Also diesen Menschen darfst du auch wieder gerne gehen lassen. Der darf in seinen Raum zurück. Mit dem musst du nicht in einem Dauerkonflikt sein. Ja, dadurch, dass sich hier so viel Wundervolles Neues zeigt, kannst du vielleicht ganz anders mit diesem Menschen sprechen oder handeln oder entscheiden. Wenn es niemand gibt, weder beruflich noch privat, kann es natürlich eine Eigenschaft sein in dir, die jetzt, sage ich mal, dich manchmal auch ja, so ein bisschen reindrückt, jetzt nach vorne zu gehen, vielleicht gerade mit diesem Schieben von diesem Vollmond hier, dass du da so, ja, dass du da auch wieder etwas locker lassen kannst, das kannst du wieder ein bisschen gehen lassen oder ganz gehen lassen. Das brauchst du nicht mehr, diese stark disziplinierte, analytische, männliche Qualität. Ja, entweder hast du sie schon vollkommen integriert in dir, sie hat jetzt ihren Platz gefunden, diese Eigenschaft, oder aber sie war eher schneidend und verletzend, du dir selbst gegenüber, und jetzt mit dem neuen, mit dem weichen Start, wie du denkst, wie du dich siehst, was du zu dir selber sagst, brauchst du das auch nicht mehr. Kannst du es ganz gehen lassen. Okay, was kommt
Was kommt? Was magst du anziehen? Was ist, zeigt sich auch im Feld einfach? Ne? Was zeigt sich da im Feld? Oder haben wir die Königin der Kelche? Das ist jetzt, sage ich mal, genau das Gegenteil. Die weibliche Qualität der bedingungslosen Liebe. Sie hält den Kelch der Liebe. Sie schaut, spannend, ne? Sie schauen sich an. Die beiden, König und Königin, schauen sich an. Und man oft, sagt man, ja, die Männer sind sowieso mehr analytisch und im Verstand. Ja, dass da mehr die männliche Qualität jetzt hier in dieser Woche ist, die so verblasst. Und hier jetzt mehr dieses, ja, diese Emotion, dieses weibliche, weiche jetzt mehr kommt. Ja. Das ist mehr, ja, auf sein Gefühl hören, mit den Gefühlen verbunden sein oder auch dem anderen. Sie präsentiert den anderen ja den Kelch. Entweder dir selber, wenn es um eine innere Eigenschaft geht, jetzt mit mehr Liebe, mit mehr Fürsorge, mit mehr Balance oder Selbstfürsorge, mit mehr, ja, für dich sorgen, für dich da sein. Jetzt, dass du das so wie anziehst, dass sich das zeigt, dass es möglich ist. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn da so Klarheit kommt, ein neuer Bewusstseinsschritt, diese Transformation quasi abgeschlossen ist, die liegt ja hinter dir. Du die Verführung oder den Teufel und auch hier den König in dieser Analyse entweder in dir gut integriert hast oder das, was zu viel war, gehen lässt. Jetzt ist wieder Platz für Emotionen, für das Fließen lassen. Das ist weich, das ist harmonisch, da ist weiches Licht drin. Oder auch in der Partnerschaft, ne? Dass dieser, ja, vielleicht sehr im Kopf, der sehr im Kopf lebende Mensch, nun auf eine Qualität, die ziehst du ja an, stößt, ne? Und eine gute Balance da ist. Das kann genauso aber auch ein Mann sein, der jetzt ganz weich auf dich zukommt. Ja? Kann aber auch, wie gesagt, auch hier, wenn man es jetzt andersrum wieder nimmt, auch ein Mensch sein, der in dein Leben tritt, der sehr liebevoll ist, sehr fürsorglich, mit dieser weiblichen Qualität. Das kann, wie gesagt, männlich oder weiblichen Geschlecht sein im Außen. Welche Unterstützung erfährst du in dieser Woche? Oder hast du ein Hindernis? Welche Unterstützung? Da ist sie. Da haben wir die 8 der Münzen. So. Da ist es da oben. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Ah. Das ist so eine Karte, die mag ich ganz gerne. Ne? Dieser junge Mann hier, so wie es wirkt, schlägt er seine Münzen, prägt die Münzen. Ja, die 9 der Münzen steht für, du hast deine Aufgabe gefunden. Es war ja auch so ein bisschen davor schon im Feld, dass da so diese Wünsche oder dieses, wo soll es hingehen, da war, jetzt unterstütze ich das, ne? Dass die Hingabe an das, wofür du dich entscheidest, auch vielleicht nur in dem Moment zu sein oder praktische Pläne schmieden. Ne? Das wird dich jetzt auch tatsächlich unterstützen. Die Münzen sind Erdenergien. Da geht es um Dinge, die sich wirklich in deiner Welt manifestieren, sozusagen zeigen, die wahr werden. Und das ist aber vom Gefühl her, das ist nichts, wo da so festgehammert wird, sondern das ist mehr, das hat diese Qualität von dem sich hingeben mit dieser Freude, dass diese Träume zum Ausdruck bringen. Ja, das hat eine ganz, das hat eben genau diese Qualität, dieser Liebe. Na, wo will ich hin? Was ist mein Wunsch? Sei das jetzt in einer Liebesbeziehung
oder überhaupt in Beziehung oder sei das jetzt in meinem Ausdruck, mich zu zeigen im Außen, etwas zu tun, ein Beruf, ein Projekt, ein Herzenswunsch. Was ist unbewusst, was ist verdeckt, was ist nicht klar, oder haben wir den Magician? Das ist die nächste große Arkana hier im Feld, die Nummer 1, der Magier. Ist auch total spannend dargestellt, ne? Wenn ich es mal so das nochmal reinhalte, weil oben, sagen wir mal, die helle oder die warme oder die rote Qualität hat die Kelche und die Schwerter und auf der anderen Seite hier das Feuer und die Münzen in dieser grünen Qualität und beides ist da, also sowohl, ich würde sagen, im Unbewusstsein der Magier ist ja jetzt losstarten, du hast alles, alle Talente, alle Möglichkeiten, alle Kontakte, was davor noch so warten war und Ausschau halten, da kommt jemand, alles ist da, es ist ausgewogen, sowohl im Außen als auch im Innen, ja, es sind auch alle, sagen wir, alle Eigenschaften in uns, ne, dieses Erden und dieses Tun und wirklich Umsetzen, genauso wie dieses Verändern, das Transformieren, das Feurige dabei sein, wie auch die Klarheit in den Gedanken, ne, da und auch die Gefühle. Also hier ist, wie sozusagen jetzt auch im Unbewussten, ne, da ist das Gefühl da, so und jetzt. Jetzt kann ich das, was ich mir wünsche, jetzt ist das, was ich ins Leben rufen will, das ist so, wie ich meine Partnerschaft leben will, so wie ich Liebe leben will, so wie ich arbeiten will, so wie ich mich ausdrücken will. Jetzt ist das Feld da, es steht alles wunderbar, ich habe die Qualität der Ruhe, der Gelassenheit in mir, genauso wie des Willens und des nach vorne, mich trauens, mutig sein, nach vorne gehen, ja. Also ich habe den Schlüssel der Magie in mir, das spürst du und es schiebt dich dann eben hierhin, auch in dieses liebevolle Sein. Was gibt es Schöneres, als liebevoll zu sein oder Liebe zu begegnen? Was ist zu tun hier in dieser Woche? Was ist denn jetzt zu tun hier in dieser Woche? Führungskarte, eine Unterstützungskarte. Oh, sehr schön. Shared Inspiration. Mal hier die Delfine. Ah, so schön, ne? So vielleicht also auch als Familie, Vater, Mutter, Kind. Throw yourself into a new project. Yes. Be willing to let go of time constraints and rules and really be aware whatever fulfills your heart. Delfine stehen an sich für Lebensfreude sowieso, dass du deine Inspiration, deine Vision jetzt voll in die Welt schmeißt. Es ist alles da für dein neues Projekt und natürlich ist ein Projekt auch wenn es sich jetzt ein bisschen hart anhört, die Vorstellung oder auch ja das Wissen, wie möchtest du Beziehungen leben, egal ob das in Freundschaften sind, beruflich, die Liebesbeziehung oder mit innerhalb einer Familie, ja, lass dieses wirklich, das steht ja auch für strenge Regeln, ne, dass diese Vorstellung, dieses so muss sein und diese ganzen engen Muster und diese ganzen, ja, wie Bücher, so muss man sich verhalten, die sehr eng ausgelegt sind, die kannst du gehen lassen, steht hier auch nochmal hier die Inspiration, die Führungskarte, das kann gehen, mach dich auf, mach dich frei, fühl, wo es sich gut anfühlt, fühl auch hier als Unterstützung diese Hingabe, diese Liebe für deine neuen Projekte, für dein neues Leben, auch wenn du jetzt das wirklich praktisch ins Praktische reinschiebst, ins Leben wirklich reingeht. So, eine weitere Führungskarte bitte für diese Woche für dich. Eine Führungskarte bitte hier. Der Adler. Jawohl. Die Adler haben natürlich ein unglaublich scharfes Auge. Sie haben auch ihr Nest oben
Ja, das sind die Bäume. Der Adler hat den Überblick, der hat den Durchblick. Er ist hier auch schon so am Landen, was auch passt hier. Deine Träume brauchen einen praktischen Plan. Also er hat sich einen Ort gesucht, wo er sich niederlassen möchte. Aus diesem Blickwinkel heraus den von oben mal zu sehen. Das ist der sogenannte innere Beobachter. Eine Qualität, die wir auch haben. Wir leider oft vergessen, weil wir so in der DIN A2 Welt, sag ich mal, das, was auf dem Tisch liegt, nur sehen, statt mal aufzustehen und vielleicht auf eine Leiter zu steigen, nur bildlich gesprochen, und von oben auf diesen Tisch zu schauen und zu sehen, was habe ich denn alles. Das hilft, weil man natürlich nicht nur nach unten schaut, auf das, wo bin ich, sondern auch nach vorne schaut, in die Weite, in die Ferne, ganz andere Impulse bekommt. Das wird dich unterstützen, den Überblick zu bewahren, mal die Sicht zu verändern auf dich oder deine Pläne, das nochmal anders anzuschauen, vielleicht noch etwas zu integrieren, eine Qualität auch hier, ne? Das nochmal zu sehen, dass hier Transformation ist oder war. Okay, wir machen noch eine letzte Guidance, die vielleicht auch nochmal noch ein weiterer kleiner, kurzer Impuls. Self-love. I speak to myself with words of kindness. I'm deserving of love. Das ist die Karte als Orakelkarte. Ne? Falls das ein bisschen schwierig war, das wirklich so, was bedeutet das dann? Hier kommt nochmal auch das Bild. Du bist diejenige, die du hältst dein eigenes Herz in den Händen. Du bist verantwortlich dafür, dass es dir im Herzen gut geht, dass du die Entscheidungen triffst, die dir dienen, dass du der Liebe folgst, dem Gefühl, was liebe ich zu tun oder wen, welchen Menschen liebe ich wirklich. Und das bedeutet nicht, dass dieser Mensch Teil der physischen Welt sein muss. Der kann auch seinen Weg gehen. Du kannst ihn auch gehen lassen und trotzdem in Liebe verbunden bleiben, indem du vergibst, dir vergibst, dem oder den anderen vergibst. Ja? Und Selbstliebe, eine Qualität der Selbstliebe ist natürlich die Selbstfürsorge. Womit nährst du dich? Also was nimmst du wirklich an Nahrung zu dir, an Essen, an Trinken, an Gesellschaft? Aber auch nicht zu vergessen, das steht hier mit den Schwertern auch nochmal der Impuls, welche Sätze sagst du dir selber? Was glaubst du über dich? Was denkst du über dich? Hier nochmal der Hinweis, ne? Ganz liebevoll, freundlich, nährend mit dir auch in den Gedanken zu sein. Ja, eine wunderbare Woche mit zwei großen Arkana, zwei Schwertern. Und hier nochmal Kelch und Münzen, also auch relativ ausgewogen diese Woche hier. Es jetzt, was vorher so ruhig und wartend war, schiebt sich jetzt in mehr Klarheit, in mehr Umsetzung etwas zu tun, mit ganz viel Fürsorge und Liebe drauf achten, auch hier die Klarheit zu bewahren, in das auch ja so nach vorne gehen, streust schon mal in die Welt hier, was du für Inspirationen hast, lass dich von der Hingabe führen und auch hier auch dein Unterbewusstsein in dem Ausgeglichensein, in dem Wissen, dass jetzt ein Neubeginn stattfindet mit allen Qualitäten, die dir zur Verfügung stehen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Loslegen heißt nicht schon am Ziel sein. Das nochmal, musste nochmal, hier kam nochmals Impuls für dich. Ja. Ich wünsche dir auch für diese Woche nur das Beste. Also die Karten sind wunderbar. Könnte vielleicht auch ja etwas mehr tun sein als vorher. Aber es ist mit viel Freude verbunden. Ne? Da ist viel Freude da, Leichtigkeit und Liebe. Ja, ich freue mich. Rock diese Woche. Du wirst es hinbekommen, ganz sicher. Und auch dafür wünsche ich dir alles Liebe und Gute für diese Woche, überhaupt für dich und deinen Weg. Lass dir es gut gehen, sorg gut für dich,
Danke fürs Hiersein, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und ja, bis bald. Namaste.